Oh, moin, moin, Leute, herzlich willkommen. Neue Runde vom LS22 Nordfriesischer Marsch. Wir sind gerade irgendwie so ein bisschen am Drescher umsortieren. Der Case soll raus. Lohnt nicht mehr, funktioniert nicht gut, lebt immer unglücklich ab und so weiter, verträgt sich nicht und was auch immer wir alles noch für Gründe heranziehen können, warum wir den jetzt nicht mehr behalten. Jetzt muss ich nochmal kurz die Schneidberger aber abchecken. Das sind Eigentumsschneidberger schon, ne? Das ist eigentlich das Gleiche, ne? Drei im Besitz? Naja, das ist ein anderes. Das heißt zwar auch so, aber es ist ein anderes. Das ist das Standard-Schneidwerk und das andere ist der Mod, der hier färbbar ist. Ah, ne. Diese Kombination geht in den Verkauf. Hoffentlich finden wir noch einen guten Käufer. Wir haben schon 9 Glas gemietet für die nächsten 20 Betriebsstunden, die wahrscheinlich im Sommer erreicht sein werden. Und hier sagen wir jetzt, ein Drescher wird verkauft. Tschüss. Muss auch mal sein. Mario, danke dir. Nur den 17. Monat. Danke dir. Vielen herzlichen Dank. Moin, moin. So, ein bisschen Euros kriegen wir dafür noch, ne? Obwohl, so viel kann er nicht mehr wert sein. Hat er doch ein paar Meter runter. Ja. Aber da vorne steht schon sein Nachfolger, ne? Und 26. Wie ist das schon? Wie ist es nicht? Aber besser ist nichts. So, dann brauchen wir jetzt noch ein Schneidwerk, ein neues, eingefärbtes, passendes. Das ist nämlich das hier. Und das da in ein Glas. Danke, hast du Hamburg mit Prime, 43. Vielen Dank. Moin, moin. Wie gesagt, ne? Danke dir. Für dein Prime. So. Erster Einsatz. Feld 46. Ein 46er Kurs und dreschen. Nein, den hier. Nächster Wegpunkt irgendwo. Das ist natürlich der linke, ne? Übernimmt die Case-Geschichte, auch wenn der andere jetzt schon Vorsprung rausgearbeitet hat. Der Graf Henry mit 100 Bits am Start. Liebe Leute, vielen Dank. Danke, Graf Henry, für die 100 Bits. Mit einem knappen Level 1 Halbfan losgeschickt. Vielen Dank. Gut, Arbeit beendet. No. Die Ballen. Da muss er natürlich nochmal erster Wegpunkt ein rechts fahren, ne? Ballen hat die Presse bisher. Mal schauen, was die am Ende der Roggen- und Gerste-Ernte zu bieten hat. Da wird noch einiges dazukommen. Auf Paletten. Ups.
Eigentlich was nichts. Ich frage auch, wann das geröstete Kaffee? Ich habe keinen Kaffee auf der Karte. Weiß nicht, wo du unterwegs bist. Komische Leute. Ich hatte heute schon eine E-Mail, die auch zum Thema Kaffee gefragt wurde, womit man Kaffee ernten soll. Auf zugeschrieben, es gibt keinen Kaffee auf der Karte. Doch, ich habe nur deine Mods. Und dann, ah ne, es ist der Tabak. Ups. Also, Scotty, bist du auch bei Tabak, oder? Ich habe keinen Tabak hier keinen, ne? Das sind ja andere Produktionsmods, die du wahrscheinlich hast. Mir sagt das nichts. Ich habe keinen Kaffee hier. Nee. Macht nichts. Ist wahrscheinlich nicht, also wenn da nicht mein Logo dran ist, ist es nicht von mir. Kannst du ja benutzen, aber vielleicht sollte man nicht beides machen. Also gerösteter Kaffee sagt mir auch nichts, aber wenn eine Kaffeerösterei sein, wie gesagt, das ist nicht verkehrt. Stimmt. Nee, Quatsch hier. Party Beats hat auch was geschickt, ne? Aber Party Beats nicht im Chat, oder? Party Beats. Mit dieser Ladung, wenn die sie genau so haben. Oh nein, wieso macht er das denn jetzt da oben? Ich dachte, weil genau so können wir ja auch in die Halle rein und Stroh im Stall abgeben. Wenn wir jetzt nicht noch irgendwie mehr aufladen. Wäre ganz praktisch eigentlich. Mal zwischendurch auch mal ein paar andere Sachen machen, ne? Können wir mit dem Stroh im Stall auffüllen mit so einer Ladung. Weil eine Ladung mehr ist halt schon wieder zu viel, ist dann blöd. Das müssen wir eigentlich bei beiden Kuhstellen mindestens einmal machen, glaube ich. Wir können ja dann reingucken und sehen, wie viel wir haben, ob wir es zweimal machen müssen oder ob das passt. Aber bevor wir in den Strohverkauf gehen, werde ich natürlich erstmal auffüllen, ne? Ist klar. Danke dir, nochmal für 200 Bits, Henry, danke dir. Eine Runde Wasserski fahren hier, das ist auch schon ganz schön lange her. Vielen Dank. Danke für deinen Support. Ja, schwer Safety. Jo. Da war er wieder. So, hier müsst ihr doch auch irgendwo annehmen, ne? Ja, 600.000 Stroh. Wird jetzt aber schon, ja, so gut wie voll. Das passt. Das geht schon nicht mehr. Genau, wollte ich, dass es nach vorne kippt, deswegen habe ich gebremst. Ich würde auch schnell noch tanken fahren mit dem, bevor wir die nächsten Ladungen sammeln, weil sonst hängen wir da demnächst noch keinen Sprit. So, was macht denn unsere... Ach, gut, der steht ja auch schon wieder im Weg, dass er nicht anfahren kann. Ich wollte sagen, was macht denn eigentlich unsere
Rabe-Geschichte hier. Ich komme natürlich hier zum Stehen, da ich im Weg stand. Also hier habe ich jetzt schon zweimal die Ernte selber blockiert. Jetzt wollen wir aber gleich erstmal den neuen Klaas da in Arbeit kriegen. Muss noch einmal schnell die beiden hier leer machen. Dann haben einige von euch eigentlich die Felder hier auch zusammengelegt. 39 und 36. Und dann läuft verkeilt das Ganze hier. Zumindest bunkert er die ganze Zeit weiter ab. Was mitnehmen und dann fahren wir zum LKW. Vielleicht fährt er dann los. Ja. Also nicht. Denn dir. Schon jemand hier, oder? Rechtzeitig angekommen. Schon die neuen Schuhe. Juhu. Na gut. So, dann Rappen rüber, Ladewagen zum LKW. Weiß ich nicht. Nee. Ja. Ja. Neue Mähdrescher hat ja noch keine Zuordnung, kann aber jetzt kriegen. Das ist jetzt die 1, 2, das ist jetzt die 3, ne? Siehst du? Ja, bin mal gespannt. Wer sich hier besser anstellt auf dem Feld. Case haben wir hinten irgendwo rausgenommen. Muss ja jetzt eine angebrochene Bahn sein. Und der Band ist gleich fertig. Beet angefangen hat, ne? Könnte durchaus sein. Man kann hier die Beinpresse gleich hin, ne?
In der Hoffnung, dass es jetzt deutlich besser hier funktioniert. Aber wird schon, ne? Ja, ich hoffe mal. So. Ich glaube, eine Folge machen wir gleich noch. Machen wir die Pause. Genug LS für den ersten Part. Heute Abend ist ja noch ein weiterer LS-Part im Multiplayer, ne? Nach dem Fußball. Oder während des Fußballs. Hat tatsächlich funktioniert. Der LKW ist abgedampft. Ein neues Beet oder? Ne, mach ich hier noch eine Reihe. Das ist gut. Kiel hat gewonnen, ne? Ich wollte gerade mal gucken. Kiel hat 2-0 gegen Rostock gewonnen. Gut, ne? Fußballkreisliga heute Abend. War das heute Abend dabei, ne? Wird spannend. Der sich Richtung erste Liga auf den Weg macht, ne? So, das wär. Sagen. Wenn das jetzt der Klaas gewesen wäre, ja, jetzt weiß ich natürlich nicht genau. Du bist der Rechts-1-Geschichte eigentlich. Rechts-1 ist ja. Nicht der hier oder nicht? So, mal gucken, ob ich jetzt den, habe ich den am Hof noch stehen lassen, den Ballen sammeln, habe ich nicht wieder zurückfeuern lassen, ne? Oder? Hier ist mit 600.000 Stroh voll. Der Fütterer auch. Also hier brauchen wir keinen Stroh mehr hinbringen. Gar nicht. Stimmt, da steht noch eine Tanke. Wie viel Stroh haben wir eingelagert? Stelle hier mit drin stehen, Schafstelle, weil sie normalerweise kein Stroh können, ne? Aber gut. Und den Rinderhof würde ich später vornehmen. Wir machen ja auch Weizen auf 59, glaube ich, hat man doch auch Weizen drauf oder so, ne? Also das, ich würde jetzt nicht von hier jetzt Stroh zum Rinderhof fahren, das macht keinen Sinn. Einfach sowieso viel zu viel Stroh.
Und direkt rein in den Verkauf am besten. Da muss hier gemulcht werden und da muss überlegt werden. Mit dem Wald nebenan, wenn wir nochmal wegnehmen wollen, das Landschaftsbild mal ein bisschen verändern wollen. Gucken, wie es wirkt, wenn der Wald da weg ist und das Feld bis zum Graben geht. Wir fahren gerade so eine komische leere Bahn zurück wieder, damit es nachher wahrscheinlich über die ganze Arbeitsbreite hinüber passt. Wieder einen Ball gefunden, der hier mit sich hinschiebt. So, das haben wir nicht so viel. Das ist dann die Schweidestelle, wie sind die denn versorgt? Oh, da könnten wir aber auch noch was loswerden. Der 1600er würde auch noch Stroh nehmen, aber das können wir, wie gesagt, also das mit dem 1600er würde ich auch machen. Wenn wir von unten Stroh, weil wir da unten halt dreschen irgendwann den Weizen, ne? Weil hier ist Weizen alles, das macht ja auch, ne? Was soll das denn? Jetzt da mit Stroh hinzufahren macht keinen Sinn. Aber im Schweinehof, da könnten wir tatsächlich noch mal ein bisschen auffüllen. Gut. Lieber in Ruhe. Der ist fertig. Das kann ja so ein Standardhelfer hier machen. Haben wir schon mal eine Bahn weniger für den Klaas, ne? Dann sind das noch 1, 2, 3 oder so. Ich sage, wenn wir auf jeden Fall noch was reinschalten, kurze Pause, bis zur nächsten Folge.